Die Niederlage am Samstag gegen GC ist die berühmte eine Niederlage zu viel gewesen. Der FC Basel entlässt heute Morgen den Alex Frey. Wir wollen natürlich wissen, was die Leute davon halten. Ja, es ist eine logische Konsequenz, leider. Ich habe den geschätzt als Spieler und als Trainer auch, was er bei Winterthur gemacht hat. Aber irgendwie hat er noch zu wenig Erfahrung können sammeln als Trainer. Und vielleicht kommt er wieder einmal zurück. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass er jetzt wieder einen Lehrplatz hat. Ja. Ist es am Trainer gelegen? Ja, also schlussendlich ist es immer der oberste Kopf, wo man fliegen muss. Und die Mannschaft, keine Ahnung, das kann ich nicht beurteilen. Aber er hat offenbar nicht können das Potenzial ausschöpfen von den Leuten, die er hat. Weil von den Namen her und von dem, was man gelesen hat, was die Namen schon alles gemacht haben, muss man sagen, doch, die könnten schon etwas. Wäre jetzt hier, dass denn, der Heiko Vogel jetzt hier aus denen kann das rausholen, was er nicht können, das bin ich nicht so sicher. Haben Sie einen Wunschtrainer? Oh, ja, der Christian Gross, 20 Jahre jünger. Ja, ich habe es gerade vorher gelesen und ja, ich finde es schade, er ist einer aus der Region, das ist so, aber die Leistung vom FCB war vielleicht nicht die beste gewesen in letzter Zeit und es haben wahrscheinlich Konsequenzen gezogen werden und das ist halt, am Schluss muss einer über die Klippe springen. Ja. Ich finde es schade, das deutet auf eine sehr ungeduldige Haltung von David Degen. Und es braucht einfach Zeit mit jungen Spielern. Ich finde grundsätzlich die Strategie gut, aber man muss einfach Geduld haben. Man muss Geduld haben. Es geht einfach Zeit, bis die Jungen sich entwickeln. Also ich finde es sehr schade. Ich finde es sehr schade, dass man da wieder so ungeduldig ist. Also der David Degen vor allem. Sie sind nicht der Meinung, dass es nur am Alex gelegen ist? Nein, ich glaube es nicht, weil es ist ja nicht durchgehend schlechte Resultate gesehen. Es ist ein Auf und ein Ab und das zeigt einfach, dass es sich am Entwickeln ist. Ja, ich glaube nicht, dass nur allein der Trainer verantwortlich gesehen ist. Was war Ihr Wunschtrainer? Wunschtrainer. Also irgendein Holländer, fände ich mal cool. Wenn das holländische Gehen. Das denke ich, würde gut tun, auch mit der Entwicklung von der Jungen. Irgendjemand aus der Ajax-Schule, das fände ich eine gute Sache. Ja. Ich finde es eigentlich schade, dass man nicht Kontinuität aufbauen kann beim FC Basel. Und, aber die Resultate waren halt schlecht und das ist das Geschäft läuft so. An was hat es gelegen, dass es nicht geklappt hat mit dem Alex? Ich glaube, zu viel Wechsel, zu wenig Kontinuität, zu wenig Strategie, kein Durchhaltevermögen, ständige Wechsel, zu viel schnell erreichen. Haben Sie einen Wunschtrainer? Ja, den gibt es gar nicht mehr, der ist nicht mehr aktiv, der Christian Gross. Danke.